eine klassische Gitarre, Western-Gitarre, Dreadnought-Gitarre. Ach, keine Ahnung. Welche Gitarre ist denn jetzt die beste für Einsteiger? Nylonsaiten? Stahlsaiten? Welche Form soll die Gitarre haben? Soll ich sie online oder im Laden kaufen? Und wie viel soll bzw. darf eine Einsteigergitarre denn eigentlich kosten? All die Fragen beantworte ich jetzt. Die erste Entscheidung, die du treffen solltest, ist die Besaitung der Gitarre. Man unterscheidet zwischen Nylonsaiten, auch klassische Gitarre, Konzertgitarre oder Nylon-String-Gitarre genannt, und Stahlsaiten, auch Western-Gitarre genannt. Der Unterschied liegt im Klang, aber auch in der Bespielbarkeit der beiden Gitarren. Nylonsaiten sind weicher und deswegen etwas leichter zu drücken bzw. etwas schonender zu den Fingerkuppen. Aber auch wenn man auf der Nylon-String-Gitarre viel übt, wird es anfangs an den Fingerkuppen wehtun. Das lässt sich nicht vermeiden. Es ist halt etwas weniger als bei den Stahlsaiten. Die Nylon-String-Gitarren haben außerdem auch einen breiteren Hals oder in der Regel einen breiteren Hals als die Western-Gitarren. Für große Hände kann das ein Vorteil sein, aber für kleine Hände auch ein Nachteil. Klassische Gitarren haben einen eher mittigeren Sound und deswegen empfinden viele gezupfte Lieder als sehr angenehm. Bei rhythmischen Begleitungen, vor allem mit dem Plektrum, hört man oft, dass sie zu dumpf klingt oder auch etwas schrammelig klingt. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Wenn du mehr über den Unterschied der beiden Gitarren wissen willst, dann würde ich dir empfehlen, das Vergleichsvideo, das ich dazu schon mal gemacht habe, anzuschauen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Die Stahlsaiten sind härter als die Nylonsaiten und deswegen gerade am Anfang auch schmerzhafter zu den Fingerkuppen. Aber wenn man lang genug übt und die Hornhaut vorhanden ist, ist das Ganze auch Geschichte. Die Western-Gitarren haben in der Regel schmälere Hälse als die Nylonsaiten-Gitarren. Und die Western-Gitarre ist ein klanglicher Allrounder. Im Rock-, Pop-, Country-, Blues-Bereich ist die Western-Gitarre sehr verbreitet, viel mehr verbreitet als die Nylon-Saiten-Gitarre. Und viele empfinden den Klang als vertraut in diesen Musikrichtungen. Western-Gitarren gibt es in verschiedenen Formen. Der häufigste Fehler bei Western-Gitarren ist, dass die Form einfach zu wuchtig für den Körper ist. Das ist meistens bei Dreadnought- oder Jumbo-Gitarren der Fall. In den Kommentaren hat es die Regina eigentlich ganz gut beschrieben. Wenn die Schulter der Schlaghand zu hoch ist, also bei der Gitarre ist das jetzt nicht der Fall, aber angenommen, die wäre größer, dann hat das eine schlechte Auswirkung auf meine ganze Körperhaltung und auch auf die Spieltechnik. Deswegen empfehle ich bei Western-Gitarren eine mittlere Größe, wie zum Beispiel OM oder OOO. Das ist jetzt so eine Korpusgröße. Mit diesen mittleren Korpusgrößen gab es bei meinen Schülern bisher noch keine Probleme und auch die größeren Schüler empfanden die Korpusgröße als sehr angenehm. Speziell zur Western-Gitarre gibt es auch schon ein Video von mir, das ich unten nochmal verlinkt habe. Klassische Gitarren sind von der Form her relativ gleich. Die werden eher in verschiedene Größen eingeteilt. Von klein nach groß ist es 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 7/8 und 4/4. Die 4/4-Gitarre ist gut für Erwachsene geeignet und wenn man vielleicht ein bisschen eine zierlichere Person ist, dann kann man sich auch mal die 7/8-Gitarre anschauen. Die Gitarre hat jetzt hier ein Cutaway, das ist, wenn da einfach das Stück fehlt. Das ist eigentlich dafür da, dass man beim Solospiel weiter raufkommt. Ich habe die Gitarre seit Ewigkeiten und habe mir das damals so eingebildet, aber eigentlich brauche ich es nicht. Da sage ich dann später auch noch was dazu. Ein heiß diskutiertes Thema. Meine Meinung dazu ist, es kommt drauf an. Also klar ist es immer besser, wenn man eine Gitarre in der Hand halten kann und ausprobieren kann. Wie sich die Gitarre anfühlt, kann man schlecht in einem Video oder in einer Produktbeschreibung vermitteln. Und im Gitarrenladen hat man meistens auch die Möglichkeit, mehrere Gitarren miteinander zu vergleichen und rauszufinden, was einem besser liegt. Und gerade in diesen Zeiten ist es wahrscheinlich auch ganz schön, wenn man den regionalen Einzelhandel unterstützt.
Allerdings habe ich es auch schon erlebt, dass komplett ahnungslosen Anfängern irgendein Ladenhüter verkauft worden ist, der sich im Unterricht dann als totaler Flop herausgestellt hat. Klar, das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, aber man sollte sich vorher schon mal schlau machen, welchen Ruf der Gitarrenladen hat. Ich bin aber auch kein Gegner vom Online-Kauf. Wenn man eine klare Vorstellung hat, welche Gitarre man will und vielleicht bei Freunden und Bekannten schon mehrere Gitarren ausprobiert hat, spricht meiner Meinung nach auch nichts gegen einen Online-Kauf. Und es hat ja auch nicht jeder einen guten Gitarrenladen direkt um die Ecke. Also ich finde, man sollte bei der ersten Gitarre keine Wissenschaft draus machen. Ich kenne fast niemanden, der mit der ersten Gitarre gleich die perfekte Gitarre gefunden hat. Eigentlich kenne ich fast niemanden, der überhaupt die perfekte Gitarre gefunden hat. Es braucht auf jeden Fall eine gewisse Zeit, um rauszufinden, welche Halsform, Halsbreite, Korpusform und so weiter einem liegt. Deswegen würde ich bei der ersten Gitarre nicht den Ansatz haben, dass es die Gitarre fürs Leben sein soll. Bei der ersten Gitarre 500 Euro oder mehr auszugeben, halte ich persönlich als völlig übertrieben. Und wenn man dabei bleibt, will man sowieso irgendwann mal upgraden. Allerdings halte ich auch nicht viel von Discounter-Gitarren. Die Gitarren sind selten, stimmstabil und biegen sich häufig nach dem ersten Winter in sämtliche Richtungen. Der gute Mittelweg ist meiner Meinung nach der richtige. Eine gute Einsteiger-Gitarre sollte meiner Meinung nach stimmstabil sein, gut verarbeitet sein, eine gute Seitenlage haben. Haben sie bei der Auslieferung nicht immer, die kann man dann entweder, wenn man weiß, wie es geht, selber einstellen oder auch vom Fachmann einstellen lassen. Meiner Meinung nach braucht eine Einsteiger-Gitarre kein Cutaway, weil man selten als Anfänger irgendwie Soli in der 12. Lage oder drüber spielt. Und auch nicht unbedingt einen Tonabnehmer oder ein integriertes Stimmgerät. Wobei diese Sachen mittlerweile immer mehr zum Standard werden und es gibt nur noch wenige Gitarren, die diesen Tonabnehmer oder Stimmgerät nicht mit drin haben. Bei der Western-Gitarre würde ich jetzt noch auf ein massives Deckenholz achten. Eine Tasche ist meiner Meinung nach kein Auswahlkriterium. Es ist schön, wenn eine dabei ist, aber wenn keine dabei ist, dann kann man sich auch für wenig Geld noch eine Tasche dazu kaufen. Im Bereich von 200 bis 300 Euro, so Pi mal Daumen, bekommt man da mittlerweile echt gute Gitarren. Und es lohnt sich auch mal im Gebrauchtmarkt nachzuschauen, weil das Angebot an Einsteigergitarren wirklich groß ist. Mein Fazit, ich würde nicht allzu viel Zeit damit verbringen, die erste Gitarre zu kaufen. Perfekt ist sie in den seltensten Fällen und wenn man dabei bleibt, wird man sich früher oder später eh eine bessere Gitarre kaufen. Wichtig ist, dass sie nicht zu groß ist und theoretisch kann man ja auf jeder billigen Schrottgitarre das Spielen lernen, aber ich finde ein paar Qualitätsmerkmale wie Stimmstabilität und Bespielbarkeit fördern auch den Spaß am Spielen. Und das bekommt man mittlerweile für relativ wenig Geld.